dann lass uns doch mal anfangen. Ich habe die Vorbereitungsreihe schon gemacht. Sprich, ich habe meine Maschen angeschlagen und habe dann immer eine rechte Masche und eine wie zum Linksstricken mit Umschlag abheben im Wechsel. Das habe ich schon gemacht, die Vorbereitungsreihe. Und jetzt fangen wir mit der nächsten Reihe an. Also das war ja bloß die Vorbereitungsreihe, die brauchen wir ja dann im Prinzip nicht mehr. Beziehungsweise dort ist das eigentlich schon die erste Reihe. Weil das Halbpatent besteht auch aus zwei Reihen, aber da ist die Vorbereitungsreihe eigentlich schon die erste Reihe. Gut, wir machen jetzt hier einen Umschlag. So, jetzt habe ich hier eine linke Masche. Sprich, das ist die Masche, die ich vorher rechts gestrickt habe, einfach ohne Umschlag. Die stricke ich jetzt auch wieder links, weil wir machen ja nur Halbpatent. Das heißt immer bloß jede zweite Masche. So, jetzt habe ich hier die Masche mit Umschlag und wir machen ja das verschränkte Halbpatent. Das heißt, wir stricken die verschränkt. Dann kommt wieder eine linke Masche. Die stricken wir auch links. Dann kommt wieder eine Masche mit Umschlag. Die stricken wir wieder rechts verschränkt. Dann wieder eine linke Masche, wird links gestrickt. Masche mit Umschlag wird rechts verschränkt gestrickt. So. Linke Masche links stricken, Masche mit Umschlag rechts verschränkt stricken. So, ihr seht. Masche links, rechts verschränkt. So. Gut, meine Lieben, ich habe jetzt die Reihe fertig. Kommen wir zur nächsten Reihe. Und die Reihe ist jetzt wieder quasi wie die Vorbereitungsreihe, wie die Anfangsreihe. Deshalb sage ich ja, die Anfangsreihe oder Vorbereitungsreihe ist beim Halbpatent keine Vorbereitungsreihe, sondern eigentlich die erste Reihe einfach. Und zwar, wir machen unsere Randmasche. Rechte Masche wird rechts gestrickt. Na? Jetzt hat rechte Masche wird rechts gestrickt. Linke Masche wie zum Linksstricken mit Umschlag abgehoben. Rechte Masche rechts stricken. Linke Masche wie zum Linksstricken mit Umschlag abheben. Mit Umschlag abheben, Dödel. So. Rechte Masche rechts. Links wie zum Linksstricken mit Umschlag abheben. So, und Randmasche. So, und dann wieder die Reihe von vorher. Wir haben unsere Randmasche. Dann linke Masche wird links gestrickt. Masche mit Umschlag wird rechts verschränkt gestrickt. Linke Masche wird links gestrickt. Masche mit Umschlag wird rechts verschränkt gestrickt. Linke Masche links, Masche mit Umschlag rechts. Also ihr seht, super einfach. Ihr kennt es ja, das Halbpatent. Es ändert sich nur, dass die Maschen mit Umschlag rechts verschränkt gestrickt werden, anstatt normal rechts.
Gut, ich werde jetzt mal ein paar Reihen hochstricken, dann können wir wieder gucken und auch vergleichen. Das werde ich jetzt mal machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin fertig. So schaut das Ganze jetzt aus von der Vorderseite. Die Rückseite sieht so aus. Moment. Also wie beim normalen Halbpatent eigentlich auch. Und hier habe ich jetzt auch das normale Halbpatent. Das ist die Vorderseite. Und ihr seht auch hier wieder, es ist ein bisschen elastischer, bisschen lockerer und weicher. Aber klar, durch die verschränkten Maschen ist es nun mal einfach so. Wie wir es ja beim verschränkten Vollpatent auch schon hatten. Rückseite ist eigentlich ziemlich gleich. Hier sieht man diese, in jeder zweiten Reihe ist ja diese rechte Masche etwas größer. Das kommt einfach durch den Umschlag. Hier ist es nicht so dadurch, dass wir das eben verschränkt stricken. Dadurch erscheinen die hier gleichmäßiger. So, wir haben jetzt hier das normale Halbpatent und das verschränkte Halbpatent. Hier haben wir das verschränkte Patent. Ich muss bloß gerade schauen, dass ich es richtig rum hinlege. Und das normale Patent. Ihr seht hier, es ist dichter. Also das verschränkte Vollpatent ist dichter als das Halbpatent. Ganz klar, weil wir ja quasi alle Maschen haben und hier nur jede zweite. Und ja, so schaut das Ganze hier nun aus. Und damit würde ich sagen, haben wir es für heute schon wieder. Mir hat es wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, habt noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao!